Moin Moin, Tag, Servus und Grüezi und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt, ihr Lieben. Ich bin's wieder, euer Nobody. Vielen herzlichen Dank, dass ihr einschaltet. Okay, ach, jetzt. Hab ich im Stehen geschlafen oder was? Boah, das ist geil, das. Ja, also willkommen bei Alaskan Road Truckers. Ich glaube, der Name des Spiels... Oh, warte mal. Ohohohoho. Ach, schade, leer. Kennt ihr noch sowas, ihr Lieben? Wer daraus Kaugummis geholt hat, der war ab sofort, ab dem Moment immun. Gegen alles, glaube ich. Also, ich weiß noch, was ich da für Kaugummis damals als Kind aus so Automaten geholt habe. Eieiei. Gut. Anhand des Titels, beziehungsweise Name des Spiels, muss ich nicht großartig sagen, was das für ein Spiel ist. Ja, sowas da. Ja, das Spiel habe ich vergangenes Jahr so gegen Ende meiner Elternzeit kennengelernt. Es war sehr beruhigend. Also, ich mochte es sehr zuzugucken. Ich hoffe auch, dass dasselbe im Spiel sein wird. Weil oftmals hat man so, man guckt gerne jemanden zu beim Spielen. Ne? Ich gucke ja auch andere Let's Player. Aber dann, wenn man das Spiel selber spielt, ne? Deswegen, erstmal angezockt, schauen wir mal. Ein Spiel. Der Entwickler ist Road Studio S.A., Publisher Green Man Gaming Publishing, genau so heißen die, und Movie Games SA. Ja, wir sind jetzt hier der Trucker. Wir wollten Kaugummi ziehen, geht nicht. Dann wurden wir wohl zum Bier eingeladen, haben festgestellt, zwei so offen. Komisch. Und dann Principia Discordia. Ja, zieht ihr gleich. Akzeptieren Sie den Auftrag. Gut, dann gehen wir mal dahin. Nee. Tada. Der Anhänger. Gut, den schließen wir mal an. Schließen. So, okay. Immer von außen nach innen. Also im Spiel kann man bestimmt auch das Gegenteil machen. Vielleicht wäre es ein bisschen hinderlich. Ey, ich will runter. Danke. Probieren wir uns mal einen zurecht. Ach ja. Fucker. Wenn man Single ist, ist das eigentlich ein Traumberuf, finde ich. Wenn man verheiratet ist und Kinder hat, dann nicht. Ja, es gibt viele Menschen, nichts gegen die Trucker, die verheiratet sind und Kinder haben, die opfern quasi alles, um ihre Familie versorgen zu können. Also das soll jetzt nicht despektierlich gewesen sein. Aber ich finde, ideal ist der Beruf als Single. Und ansonsten, wenn man mit der Familie unterwegs sein kann, dann am besten Wohnmobil, weil sowas ist hier in Deutschland nicht möglich. In so einem kleinen Teil mit Familie. In den USA gibt es aber noch welche. Die sind ungelogen, hat man diese normale Länge, aber dann musste man dann ungefähr das hier noch dazu rechnen. Glaube ich so ungefähr bis hier. Bis hier. Und da kann man schon mit einer kleinen Familie, sogar bis hier, Frauen ein Kind wenigstens trennen, unterwegs sein. In den USA ist eh alles anders. Homeschooling ist da erlaubt. Ja, das wird auch geprüft. Finde ich eigentlich sehr fortgeschritten. Und mit der Familie unterwegs sein zu reisen, wäre ein Traum. Hier in Europa kann man das eigentlich nur mit Wohnmobil, aber die Kosten generell, ja, das ist ein anderes Thema. Das Thema hatten wir schon mal in einem anderen Spiel. Kosten generell, auch besonders in Deutschland, finde ich ein Albtraum. Ja, Kosten. Here we go. Wir starten. Langsam, geht ja auch. Er geht drauf. Ja, er geht auf. C. Zum Sichtwechsel. Nein, nein, nein. Ja, die Störung. Da muss man sich dran gewöhnen. Oh. Gut. Es soll mir eine Lehre sein. Ja, ich mach das mal besser aus der Ego-Perspektive. Bin ich auch persönlich sinnig und Sinn und Zweck von so einer Simulation,
weil im echten Leben ja auch nicht diese Perspektive. Ich bin nicht so ins Feeling rein, wieso. Boah, Funkgerät. Geil. Guck auf die Straße, Junge. Guck auf die Straße. Einfach auf die Straße. Und nicht zu schnell fahren. Denk dran, Lenkweg. Es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, hier ein Lenkrad anzuschließen. Aber ich würde sagen lassen, auch dass auch das jetzt nicht hundertprozentig besser reagiert. Oh, mit dem Gamepad geht's auch. Hier ist das Gamepad. Nein, das weiß ich nicht. Gas geben ist hier. Okay. Geld für so ein Teil auszugeben, wenn es schon alt ist, keine Ahnung, 20 Jahre alt. Das hat dann schon ein paar Kilometer auf dem Buckel. Dementsprechend wird das wartungsintensiv sein. Da kann man sich ruhig ein neues holen, aber auch das ist teuer. Kleines Hütchen oder so irgendwo kaufen, ja. Wir sind halt nicht in den USA und mit dem Wald ist Deutschland sehr, sehr schwer zu kriegen. Die Erlaubnis, die Befugnis, dass da überhaupt was gebaut werden darf. Für mich persönlich ist es immer unabhängig von dir. Steuertechnisch gesehen alles. Ich weiß nicht, wofür ich arbeiten gehe letztendlich, außer nur zu bezahlen. Es sei gesagt, ich bin libertär gegen Steuern. Wenn ich etwas besitze, dann gehört es mir. Da hat kein anderer Mensch Anspruch drauf. Ansonsten ist, ja. Wie bremse ich? Wo bremse ich? Gut, das hätte ich vorher wissen sollen. Eigentum nur eine Illusion. Und das Wort Eigentum und Besitz wird dann ad absurdum geführt. Für mich. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ist ja alles nur halt meine Meinung. Und da gehe ich arbeiten. Meine Großeltern konnten sich ein großes Stück Land leisten, ein großes Haus bauen. Meine Eltern dann ja schon so mittleres, kleines Stück Land. Entweder ein kleines Häuschen neu bauen oder ja, ein kleines bis mittleres auch kaufen. Ne? Meine Generation? Yeah, super. Nee, ich will meinen Kindern noch was bieten, in Zukunft bieten und irgendwann mal was hinterlassen. Jetzt hier nicht arbeiten, um Steuern zu bezahlen. Zumindest, wenn ich derzeit die Lage in Deutschland sehe, können die weinen. Alleine die Spritpreise, Leute, die sind utopisch. Meine Güte, ne. Ich erinnere mich noch an die Spritpreise in D-Mark. Da wird einem anders. Da wird einem anders. Ich glaube, ich umgerechnet werden die zuletzt, wo ich die Erinnerung hatte, glaube ich, ab 60 Cent gewesen. Benzin. Dann haben wir Euro. Oh nein, das war ja kein Euro. Das ist aber gut. Here we go. Also zum Spiel. Es ist chillig, man genießt. Ich ertappe mich wirklich, wie ich wirklich entspanne. Auch die Szenerie, ein bisschen die Landschaft, ein bisschen genieße. Mein Geschmack könnte jetzt auch schon Schnee geben. Ja, ich weiß. Dann in so einem Hoschi unterwegs sein in Schnee, das wäre ein Albtraum. Ja, klar. Aber ich bin mal so ein Winter, ja, herzlich auf. Aber da brauche ich einen richtigen Sommer. Ich bin mir so,
ursprüngliche Bäumchen, die haben ab und zu vereinzelt in der Drehschrift stehen. Wir sind aber jetzt im Frühling, Sommer. Nicht mal auf den Herbst gespannt. Das sind ja meine Maßnahmen. Nicht da in die Bösche. Und wenden. Hey, hör mal. Mit dem Gamepad ist es besser, definitiv besser als mit der Tastatur. Ist so ein bisschen komisch dann zu switchen, aber gut. Ich muss deutlich so ein bisschen Druck ausüben oder Zug ausüben, dass überhaupt eine Lenkung erfolgt, aber dann erfolgt sie auch stärker. Man kann sich keine Gehör. So, ich soll jetzt mal gleich Gas geben. Wieder ein bisschen ausrollen lassen. Ach ja. Ja, wie gesagt, wenn ich den Kanal Flugel Off-Grid sehe, den kann ich auch wärmstens empfehlen. Der Herr, auch mein Alter jetzt, und der ist einfach in der Hochwüste von Arizona. Hat sich da 2,5 Acre Land gekauft. Also unterm Hektar, weil ich glaube, 20 Hektar oder so? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich weiß es jetzt nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das hier mache ich aber per Tastatur. Da jetzt kommt die Lenkung. Das ist präzise einpacken. So, und wie gesagt, Flügel Off-Grid, finde ich. Ah, das ist nicht so gut. Der hat nur ein Budget von $6,000 gehabt. Hat da seine komplette Homestead mit errichtet. Und das ist nicht schlecht. Das muss man erstmal nachmachen. So. Aus. So, dann machen wir hier den ganzen Spaß erstmal wieder. Position 4. Ach komm, das nehme ich. So. Oder nehmen wir den Machin Dorlat. Der ist, ich weiß jetzt nicht mehr in der Nähe von welcher Stadt, aber in den italienischen Bergen. Alpen müssten das ja noch sein. Die haben ja, glaube ich, nicht mehr die Alpen. Ah, egal. Wie dem auch sei. Ja. Und. Keine Strafe. Ja, warte, das muss ich machen. Perfekt. Nehme ich. Danke. Der hat sich zwei Steinhütten. Quasi. Oh mein, 3000 Auftrag. So. Ich habe falsch geklickt, mehr Culpa. Nein! Ach zu. Ja, man kann viel machen im Spiel. So, da. Jetzt switche ich wieder um.
Und was der sich da renoviert hat, die erste ist also schon komplett renoviert, die zweite wurde mal in Angriff genommen. Respekt muss ich sagen, ne? Das ist Freiheit. Hier kann ich mir sowas nicht vorstellen, dass da sowas machbar ist. Der geht jetzt nicht gut hier. Schade. Ich muss mal kurz gucken. Was ist? Hier das. Nee, hier der war's. Sag mal. Ja, stopp. Schon den Reiz. Ich habe ja schon selber Erfahrung mit dem Auswandern. Ich bin schon hier da. Ich bin da gelebt. Boah, Kameraführungspad. Schwie. Mit dem Joystick, also mit dem Gamepad. Vor allen Dingen, sie wechselt teilweise alleine. Kommt mit. Der selber sehen muss gerade so. Stell euch mal vor, man hat die Kohle für ein großes Wohnmobil, man fährt mit der Familie erstmal einfach eine Weile durch die Welt. Das wäre schön. Hat dann die Zeit, sich irgendwo ein Fleckchen zu suchen, wenn man dann sich niederlässt. Baut sich selber was auf. Wie gesagt, so oft gekleben reizt mich extrem. Ich habe auch schon echt Bushcraft gemacht. Und ich bin am überlegen, ob ich sowas auch mal bringe. Das Video. Ja, aber die Zockkanal wäre ein bisschen blöd, finde ich. Und das habe ich jetzt nicht in Deutschland gemacht, weil in Deutschland ist das eh schwierig, alles Thema Wald. Ich sollte nicht nur hier aufs Navi gucken. Gibt's auch ein paar andere Länder, wo da ein bisschen geeignet dafür sind. Ja, wenn ich oft sage, dann will ich jetzt nicht nur in Bushcraft-Style leben. Hä, ich dachte, ich muss hier rüber. Ein Zoom. Ach, das ist da. Das ist ein bisschen komisch gestaltet. Ich kann mal was direkt nicht reinziehen. Oder da hinten, aber das ist schon krass. Gehen wir mal kurz gucken. Hallo, Auftrag. Ja. Stellen wir mal hier. So, gucken wir nochmal. Ich will hier hin. Aufträge. Hier. Wo wollte ich da hin? Nee, wollte hier hin. Hier hin. Kannst nicht. Ja, erforderlicher Ruf. Blicher. Okay. Ihr Lieben. Nicht, wie ich da noch. Fahren wir mal da hinten hin. Was ist da hinten?
weg. Steht sie? Ihr Lieben, ich werde es ja wahrscheinlich beim nächsten Mal rausbekommen. Ich hoffe, das Spiel speichert gut. Halt mal den Schlitten an. Nein. Da. Kann man kurz aus. Ja, schauen wir uns nochmal hier die Schönheit an. Ja, ihr Lieben. Ihr könnt mir ja mal Kommentare da lassen, ob ihr Bock habt, dass hier draußen ein Let's Play wird. Weiß nicht, wie viele Folgen ich jetzt im Angezockt ausprobieren werde. Vielleicht noch eine. Noch drei oder zwei. Mal gucken. Boah, das ist immer schlecht. Und. Kann ich nicht rein? Kann ich auch nicht hin? Easy peasy lemon squeezy. Ich habe dann keine Ahnung, wo ich hin soll. Naja, wie dem auch sei. Lasst gerne mal Kommentare da, ob euch dieses Spiel interessieren würde. Und ja, dann wird es eh nochmal einen Neustart geben. Es sei denn, ihr sagt, nö, mach ruhig weiter. Gucken wir dann mal. Lasst gerne bitte einen Daumen nach oben da als wie ein Abo. Damit unterstützt ihr mich, ihr Lieben. Kostet euch nichts. Und wenn ihr auf die Glocke haut, verpasst ihr kein Let's Play mehr. Guckt auch mal bei TikTok vorbei, da bin ich. Genauso wie meine Frau. Da bringe ich eigentlich immer nur so eine Art Shorts. So hier auf YouTube, die bringe ich auch ab und zu. Und vielleicht kommt da noch was anderes. Speziell für TikTok nur. Ne? Kann vielleicht sein. Wir werden sehen. Ja, ansonsten bedanke ich mich beim... Nee, ich habe mich verguckt. Ich dachte schon, da wäre jetzt eine Eule. Nee, ich habe mich richtig doof. Okay. Gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.